Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Blockchain, Mining, Public Key, Private Key. Habt ihr schon mal gehört, oder? Genau. Heute geht es um Kryptowährungen, weil irgendwie jeder mitredet und das ohne auch nur ansatzweise zu wissen, was das eigentlich ist. Kryptowährungen sind digitale Geldeinheiten. Sie funktionieren als unabhängige, dezentral gesteuerte und kryptografisch verschlüsselte Bezahlsysteme. Wow. Ganz schön kompliziert, wie? Das sind auch schon die wichtigsten Unterschiede zum sogenannten Fiat-Geld. Was zum Henker ist Fiat-Geld? Fiat-Geld wird von einer Regierung künstlich erschaffen, ausgegeben und kontrolliert. Fiat-Währungen zum Beispiel sind der US-Dollar, der Euro und der Schweizer Franken. Kryptowährungen dagegen sind rein digital und das ohne Kontrolle durch eine Zentralbank. Die bekannteste und größte Kryptowährung ist der Bitcoin, sozusagen der Ursprung der gesamten Krypto- und Blockchain-Thematik. Weitere sind zum Beispiel Ethereum, Litecoin, Ripple, Solana oder Polkadot. Inzwischen gibt es mehr als 20.000 Kryptowährungen und ihre Zahl wächst und wächst. Einige davon bleiben, einige verschwinden wieder in der Bedeutungslosigkeit. Technisch basieren Kryptowährungen auf einer sogenannten Blockchain. Eine Blockchain ist ein System zur Aufzeichnung von Informationen in einer Weise, die es schwierig bis unmöglich macht, das System zu ändern, zu hacken oder zu betrügen. Grundsätzlich ist es ein digitales Transaktionsregister. Aber anstatt dass die Informationen an einem zentralen Ort gespeichert werden, werden die Informationen kopiert und auf jedem Gerät, das dem System beitritt, synchron gehalten. Wir nennen das dezentralisiert. Die Transaktionen finden von Person zu Person statt. Das nennt man Peer-to-Peer. Es sind keine Banken oder andere Finanzdienstleister im Spiel. Um sicherzustellen, dass neue Transaktionen wirklich echt sind, werden sie alle von mehreren zufällig ausgewählten Nutzern im Netzwerk doppelt geprüft. Da die Transaktionen verschlüsselt sind, ist das jedes Mal wie das Lösen eines hochkomplexen mathematischen Rätsels, was eine Menge Rechenleistung erfordert. Als Gegenleistung für die Bereitstellung der Rechenkapazität werden diese Nutzer mit den jeweiligen Coins belohnt. Genau, das ist Mining. Meine Schweizer Franken bewahre ich in meinem Portemonnaie auf. Oder sie sind auf meinem Bankkonto und ich bezahle damit oder mit meinen Karten. Aber wie funktioniert das denn nun mit Kryptowährungen? Auch dafür hat man sich was einfallen lassen, die Wallet. Der Name Wallet, Geldbörse, ist eigentlich falsch. Wallets werden nicht verwendet, um Kryptowährungen wirklich zu halten. Wallets dienen vielmehr als Vermittler zwischen einem Benutzer und einer Blockchain. Somit ist der Zweck einer Krypto-Wallet, Benutzern die Interaktion mit der jeweiligen Blockchain überhaupt erst zu ermöglichen. Wallets gibt es in verschiedenen Formen, darunter Web, Desktop, Hardware und sogar papierbasierte Wallets, Hot- und Cold-Wallets für Depots oder eben nicht für Depots und so weiter und so weiter. Welche davon für den Nutzer geeignet ist, hängt von den jeweiligen Kryptozielen und den Nutzungsgewohnheiten ab. Bei der Erstellung einer Wallet werden zwei Schlüssel generiert, ein öffentlicher und ein privater Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel, Public Key, ist wie eine Bankkontonummer. Er kann nach Belieben mit jedem geteilt werden, der eine Kryptowährung senden möchte. Der private Schlüssel, Private Key, kann hingegen als PIN-Code des Bankkontos betrachtet werden und sollte sehr sorgfältig geschützt werden. Jeder, der Zugriff auf diesen privaten Schlüssel hat, hat die vollständige Kontrolle über eure Kryptobestände. Und was kann man damit nun machen? Als Zahlungsmittel für den Alltag sind die meisten Kryptowährungen noch ungeeignet. Auch wenn es erste Länder gibt, die den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. El Salvador, die Zentralafrikanische Republik und Panama. Dass man mit klassischen Finanzinstrumenten wie Aktien, Währungen oder Derivaten handeln kann, wisst ihr vielleicht schon. Und genau darin liegt auch der Reiz an Kryptowährungen. Auch diese kann man kaufen und verkaufen. Doch aufgrund ihrer Neuartigkeit unterscheiden sie sich von klassischen Finanzinstrumenten. Und so gibt es einige Dinge, die man beim Handel mit Kryptowährungen wissen und beachten muss. Wie beim Handel mit klassischen Finanzinstrumenten regeln auch hier Angebot und Nachfrage den Preis. Ja,
Erstaunlicherweise orientieren sich die Preise der Kryptowährungen an einem Vierjahreszyklus. Das liegt am sogenannten Bitcoin-Halving. Halving? Was ist das denn nun schon wieder? Und was bitteschön wird hier halbiert? Alle 4 Jahre werden vom Bitcoin-Netzwerk an die Miner für das Mining der Bitcoin nur noch 50% der vorherigen Menge an Bitcoin ausgeschüttet. Auf diese Weise wird die maximale Menge an Bitcoin begrenzt. In der Vergangenheit erreichte der Bitcoin 1,5 Jahre nach dem Halving jeweils einen neuen Höchststand. Ob das beim nächsten Bitcoin-Halving auch wieder so ist, wer weiß das schon. So, jetzt könnt ihr informiert über Kryptowährungen mitreden. Aber Achtung, ganz ohne sind diese Krypto-Dinger nicht. Man sollte deren Risiken kennen, bevor... Doch das ist eine andere Geschichte. Die nehmen wir beim nächsten Mal unter die Lupe. Bis dahin, euer Krypto-Doc.